heißt das nochmal, NATO-Sicherheitskonferenz in München. Da sind, bin ich mit ein paar Leuten von hier hingefahren. Ja, was kann man dazu sagen? Es sind sehr viele verschiedene Gruppen dort gewesen, also Antifa, irgendwie die Linke und ja, was ich gehört habe, 5000 Leute, wir sind eine Runde gegangen, weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Ja, wir haben einfach wieder mal ein gemeinsames Ziel, wir wollen keinen Krieg, die NATO ist, wie hat einer gesagt, Nahtod ist eine gute Assoziation und nichts als Terror, Alter, weil in meinen Augen, ja, wenn ihr mich fragt, und das sage ich jetzt offen, ja, gibt es nur einen wirklich ernstzunehmenden Terroristen, ja, und das ist die Führung in der USA, ja, das sind die Eliten. Für mich, in meinen Augen, ist der Obama ein Terrorist, die Merkel ist eine Terroristin, Poroschenko, die ganzen NATO-Obleute, das sind für mich Terroristen, weil sie Terror verbreiten auf der Welt. Aber gut, ja, also ich bin dorthin gefahren, weil ich gegen die NATO demonstriere, klar. Aber im Grunde beschäftige ich mich mehr damit, zu mir selber zu finden, den Frieden in mir selber zu finden, weil so wie ich mich fühle, so wie ich die Welt sehe, so ist sie einfach. Ja. Wenn ich nur die ganze Zeit Negatives im Kopf habe, dann werde ich auch außen Negatives erleben. Und deswegen konzentriere ich mich aufs Positive. Genau, ich wollte eine Empfehlung aussprechen, bitte. Eine wunderbare Erfahrung. Geht's zu einem Creality-Treffen. Das ist wirklich wunderschön, ja, das ist ein Wahnsinn. Creality, das sind so liebe Leute, das ist so eine Kraft dort. Und das hat wirklich Potenzial, etwas zu erreichen, ja. Also, dass etwas entsteht, dass ein Wandel entsteht. Wir wollen eine friedliche Welt, das wollen alle Menschen auf dem Planeten, zumindest. Sage mal, die gute Mehrheit, ja, und es ist natürlich nicht notwendig, dass irgendwer hungert, Kriege sind absolut unnotwendig und ja, also Bewusstseinserweiterung, gesunde Ernährung, tut euch selber was Gutes, stay positive, smile and be happy. Thank you very much. Danke. Danke.